wunderschönen guten Morgen für die Leute, die erst später dazugekommen sind. Wir sind hier, Hanna, auf der Aura AG vor der Hausnummer 90, 91, Zwangsräumung verhindern. Hier findet ein Blockade wegen einer Zwangsräumung statt, wie auch schon zuvor in Kreuzberg, jetzt auch hier in Reinickendorf, Zwangsräumung verhindern. Ja, die Polizei hat hier beide Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr kommt hier nicht mehr durch. Die Demonstranten werden nur bis Grindelwaldweg, Ecke Arose Allee gelassen. Ich zoome mir auch gleich mal rum für die Leute, dass sie so von ein wenig einen Eindruck aus der Ferne bekommen. Wie gesagt, ein kleiner Käfig, unmittelbar vor dem Haus. Gesehen, den hat schon ein bisschen eingeordnet. Okay, aber die kann natürlich auch später kommen. Also ich meine, das ist jetzt für uns hier nicht. Wir haben hier keinen orchestrierten Ablauf. Also irgendwann ab 9 kommt, kann es halt vorher machen, weil eine Bonusrunde muss ja angekündigt werden. Wir sind sowieso im Wesentlichen, also der Stärke hier. Zweitabstimmung darf man nicht passieren? Oder ja, das war die zweite Frage. Nee, als Journalist? Also mir wurde jetzt gerade gesagt, dass ich nicht da bin. Ja. Die Herrschaften bist du wahrscheinlich von der Anwehr. Also da, wenn sie da rein wollen, können wir, kann ich die bestimmt tun. Gerne, nachher also sind sie da als auch. Bald genau dann hier ins Haus. Ich will sie nicht verhindern, aber ich möchte gerne mir antworten. Das müsste da genau mit der Gerichtsvollzieherin dann besprechen. Nein, nur dass wir vor ins Haus kommen. Also, wie gesagt, Journalisten können hier natürlich das ran. Ins Haus jetzt erstmal nicht. Nee, nee, genau, das bin ich ja privat eingeschaut. Da wird telefoniert und so, da ist die einfach da. Da bin mal ab. Haben Sie noch recht? Nee, ihn nicht, aber die Dame im Vorzimmer und die klärt sich für mich ab und ruft mich zurück. Und also ganz klar, nur dass wir auch vor Ort kommen, weil mir halt gerade in so einem Bereich wurde.
dann noch nicht, aber jetzt sage ich mal.